Ja, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, ich begrüße jetzt Dirk Schröder-Brandy hier bei uns. Er ist der zweite Vorsitzende des Energie- und Umweltzentrums am Deister e.V. und er hält den Vortrag Lernfeld Kommune für Klimaschutz. Dirk, herzlich willkommen. Ja, hallo, ich Gut, hoffe, dass wir man hier. hört mich. Ja, alles in Ordnung. Gut. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Das ist natürlich jetzt ein harter Schnitt neben dem naturwissenschaftlichen Ansatz des letzten Vortrages jetzt überzuschwenken in die Faktoren, weichen Faktoren einer Prozessgestaltung. Aber ich hoffe, dass ich die Kurve halbwegs gut hinkriege. Ich möchte meinen Vortrag mit Beginn mit einer kleinen nachdenklichen Sequenz. Dieses Tier werden Sie alle kennen, werdet ihr alle kennen. Es ist die gemeine Kellerassel. Dass sie so schön sein kann, das hätten wir wahrscheinlich alle nicht vermutet, aber das ist eigentlich doch eher ein Tier, was wir alle für lästig halten. Dieses Tier ist eine Spezies, die sich seit 150 Millionen Jahren kaum verändert hat. 150 Millionen Jahre ist eine Zeit, wo die Kontinente noch zusammenlagen. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ob wir als Menschheit es wohl schaffen, 150 Millionen Jahre zu bestehen und ob das durch unsere Intelligenz wohl dann entsprechend auch zu erreichen ist. Das ist meine Frage, die ich jetzt am Anfang stellen möchte. Und das ist aber im Prinzip jetzt nur ein allgemeines gedankliches Intro in den Vortrag, den ich jetzt halten möchte. Ja, das Projekt Lernfeld Kommune für Klimaschutz ist 2016 bis 2019 gelaufen. Es wird jetzt im Rahmen eines Folgeprojekts auch in dem Land Niedersachsen fortgeführt. Das ist ein Projekt, was gefördert wurde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung und der Stiftung Umwelt und Entwicklung in NRW. Und hatte zum Ziel, Schulen aktiver in kommunale Klimaschutzprozesse mit einzubinden. Wir sind als Projektpartner vom Energie- und Umweltzentrum aus zusammen mit der ARNU, dem Bundesverband der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung, gestartet. Und unser Ziel war letztlich Vorgaben, die ja auch gegeben wurden von Seiten der Kultusministerkonferenz, nämlich dass wir ja den Sektor der globalen Entwicklung immer im Auge behalten sollten, auch bezüglich der Nachhaltigkeitsziele der 17, die man hier als Icon auf diesem Lehrbuch sozusagen betrachten kann. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass auch dort schon die Verbindung, die Zusammenarbeit zwischen Schulen und kommunaler Ebene, dass das eigentlich dort auch mit formuliert wurde. Und dass es eben im Prinzip auch darum geht, die Schülerinnen natürlich dann letztlich auch und nicht nur die Schulen als Institution dann an den lokalen Entwicklungen auch teilhaben zu lassen, was übrigens auch gefördert und unterstützt wird durch die länderspezifischen Kommunalverfassungen, die im Prinzip sagen, die Jugendlichen müssen alle in den Dingen, die sie selbst betreffen, und das kann natürlich irgendwas physisch-haptisches sein, gerade aktuell, oder es kann auch die Zukunft sein, dass sie dort entsprechend aktiv mit eingebunden werden müssen. Dummerweise ist es dann häufig so, dass die Schulen, dass die Jugendlichen über Vertretungen, auch zum Beispiel in kommunalen Parlamenten, in Ausschüssen vertreten werden, zum Beispiel durch die Jugendhilfe, die dann meist durch Erwachsene entsprechend auch dann dort auftreten und sie selbst eigentlich gar keine eigene Stimme haben. Ich möchte jetzt im Folgenden kurz das Projekt darstellen. Und zwar geht es einmal darum, dass wir eine Analyse durchgeführt haben auf den unterschiedlichsten Ebenen. Da werde ich dann gleich drauf eingehen. Ich werde dann darauf eingehen, wie wir unsere entsprechenden Erkenntnisse umgesetzt haben, bis hin zur Durchführung von Reallaboren. Und ich habe jetzt diese 55 Minuten angesetzt, weil ich gerne möchte, dass wir danach dann auch nochmal möglicherweise ins Gespräch kommen. Natürlich wird das dann entsprechend ein Frage-Antwort-Spiel, aber vielleicht gibt es da doch die eine oder andere Frage, weil das doch ein sehr umfänglich und komplexer Bereich ist, den wir da jetzt hier gleich betrachten werden. Das Ziel unseres Ansatzes, Lernfeld Kommune für Klimaschutz, war es, dass wir uns mal anschauen wollten, wo sind eigentlich die verschiedenen Optionen einer Zusammenarbeit zwischen Schule und Kommune.
Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir eben auch erreichen wollten, dass die Zusammenarbeit insofern ein Stück weit auch die Schülerinnen und Schüler interessieren sollten, weil sie nämlich dann auch eine Mitgestaltung des Umfeldes, ihres Lebensumfeldes im städtischen, gemeindlichen Kontext, also auch im ländlichen Raum, dass sie das entsprechend auch mit bearbeiten können. Denn letztlich ist es ja so, dass wir den kommunalen Raum eigentlich betrachten müssen als den Nukleus eines demokratiestärkenden Formates, auch der politischen Beteiligung. Und politische Beteiligung ist für uns alle ja immer nur in dem Moment auch wirklich auch konkret, je näher die Thematiken auch an uns dran sind. Und das ist natürlich da auf alle Fälle der kommunale Sektor. Und dann ist es natürlich eben auch so, dass wir da über die entsprechenden Angebote, die wir machen, anbieten, Schulen, Kommunen anbieten, außerschulischen Lernorten anbieten, dass wir dann entsprechend unsere Erkenntnisse dort auch weiterreichen. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, dass wir gleich nochmal eben auf die einzelnen Punkte auch in der Diskussion oder in den Fragestellungen eingehen können. Ich bitte Sie dann entsprechend, sich auch dort die Fragen zu notieren, die Sie haben, um sie dann entsprechend auch nachher stellen zu können. Das läuft dann am besten über den Chat. Wir haben als erstes der Analysen, haben wir Klimaschutzkonzepte mal daraufhin gescannt in den drei beteiligten Bundesländern, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, was eigentlich da für eine, inwieweit sind die Schulen dort eingebunden eigentlich in die Erstellung und auch teilweise die Umsetzung von Klimaschutzkonzepten und inwieweit da auch eine aktive Kooperation im Zuge der Erstellung solcher Konzepte und der Umsetzung solcher Konzepte erfolgt ist. Und da müssen wir leider feststellen, das ist jetzt eine Untersuchung von 2018, dass zu dem Zeitpunkt, man sieht hier das sozusagen für den niedersächsischen Raum auf der Karte, dass man da eigentlich feststellen muss, dass Schulen bisher eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt haben in dem nationalen, im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative umgesetzten, zu erstellenden auch Klimaschutzkonzepte. Und das Problem ist eben, dass eine bürgerschaftliche Beteiligung innerhalb dieses Prozesses einer Erstellung immer eigentlich eher auch abends stattgefunden hat. Das heißt eigentlich für die Schülerinnen und Schüler absolut uninteressant war, sich überhaupt daran zu beteiligen. Es waren ganz wenige. Ich selbst bin auch an der Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes eines Landkreises beteiligt gewesen. Wir haben dort ganz selten Schülerinnen und Schüler gesehen aus den Sekundarstufe 2 Sektor meist, die sich dann eben auch sehr stark noch oder verstärkt eben auch mit ihren Fragestellungen vor Ort auch befassen wollten. Und dann ist natürlich die Frage, ne, wie kann eine Kooperation zwischen Schulen und einer Kommune stattfinden? Das wird dann in der Folge auch nochmal von meiner Seite aus näher ausgeführt werden. Die Leitfragen, die sich für uns bei der Analyse von Bildungsmaterialien und Lehrplänen ergeben hat, ergaben sich eben daraus, aus der Frage, wie weit gibt es eben Spielräume im Bereich der Curricula, der Lehrpläne, die in den verschiedenen Bundesländern erstellt wurden, natürlich auch für die unterschiedlichen Fächer. Und wir haben dann überraschenderweise festgestellt, dass es sehr, sehr viel Freiräume eigentlich gibt, die den Schulen auch gelassen werden, gegeben werden, um entsprechend auch möglicherweise in den Kontexten, in denen wir uns dann auch inhaltlich bewegt haben, da zu unterstützen, zu wirken. Das heißt also, dass auch die Schülerinnen und Schüler auch Freiräume gehabt haben, da entsprechend in ihrem Sinne und im Sinne dieses partizipativen Ansatzes des DECOPI-Projektes dann entsprechend auch zu wirken. Und dann eben auch die Frage, wo wird Kommune als Handlungsebene eigentlich mit genannt? Und das ist eigentlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass die Bildungsmaterialien betrifft, dass innerhalb dieser Bildungsmaterialien, die offiziell in den meisten Fällen ja auch von entsprechenden Schulbuchverlagen erstellt wurden, dass dort eigentlich gar keine direkten kommunalen Fragestellungen aufgetreten sind. Wir haben das eben von unterschiedlichen Schulfächern
nochmal betrachtet und haben dann festgestellt, da ist eigentlich ganz, ganz wenig. Und wir haben dann uns auch die Frage gestellt, wo gibt es eigentlich Arbeitsanregungen, Aufgaben, die dann eben genau dieses regionale, kommunale Umfeld auch mit umfassen. Und erstaunlicherweise ist dann eher sogar so, nicht die Schulbuchverlage, sondern die Außenstehenden, zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen, die größeren, ganz viele Unterrichtsmaterialien erstellt haben. Das Problem aber in den meisten Fällen, das ist, dass diese Materialien zwar sich im Kontext einer Bildung für nachhaltige Entwicklung sehr gut eignen, aber seltenst von den von uns befragten Lehrkräften tatsächlich genutzt wurden, weil sie nicht wussten, in welchen Kontext sie das eigentlich in ihr Curriculum einbauen sollten oder könnten. Das ist sozusagen der Nachteil dann entsprechend dieser Materialien, die eben, wie gesagt, auch sehr innovativ sind in vielen Fällen. Die Materialien von den Schulbuchverlagen orientieren sich sehr stark an den Vorgaben der Curricula und sind eigentlich da in diesem Sinne nicht besonders innovativ gewesen, jedenfalls zu dem Zeitpunkt der Untersuchung. Wir haben hier jetzt rechts eine Darstellung eines Erdkundeheftes aus Niedersachsen, Einführungsphase. Dieses Heft ist erstellt worden unter Leitung einer Professorin, einer Didaktikerin in Hannover, die bei uns auch im Projektbeirat war. Und die hatte sich gesagt, Mensch, das nehme ich jetzt mal zum Anlass und greife die Fragestellung auf, kommunale Fragestellungen auf, die dann entsprechend auch von den jeweiligen Schulen, die ja natürlich jeweils dann in den im Gebiet gestreut sind und unterschiedliche kommunale Voraussetzungen, Rahmenbedingungen haben, dann entsprechend beantwortet werden konnten. Das ist also wirklich ein sehr schönes Buch. Das erste Heft und das erste Buch, was überhaupt sehr konkrete Fragestellungen in Richtung Kommune richtet, das ist eben also ein ganz, ganz spannender Ansatz. Wir haben dann Befragungen durchgeführt, Gespräche durchgeführt. Wir haben mit Interviews geführt, mit Klimaschutzmanagerinnen, mit Lehrkräften. Wir haben dann sogenannte Fokusgruppen. Das sind dann ausgesuchte Schulen und Kommunen gewesen, die wir dort betrachtet haben und mit denen eben darüber gesprochen haben, wie könnte so etwas aussehen? Wie kann so ein Projekt aussehen, was dann tatsächlich auch innovativ wirkt und eben auch partizipativ Schülerinnen und Schüler beteiligt. Und man sieht hier schon an der Anzahl der Beteiligten, dass wir sehr starkes Interesse von Seiten der Schülerschaft hatten, an diesem Projekt auch teilzunehmen. Und dazu muss man sagen, dass das Ganze tatsächlich vor Fridays for Future, vor Greta Thunberg und ihren ersten Sitzungen vor dem schwedischen Parlament sozusagen entwickelt wurde. Und wir sind im Prinzip mit unserem Ansatz eigentlich genau in diese Strömung geraten, die jetzt eben auch die Jugendlichen aktiviert hat, hier nicht nur bei uns, sondern eben auch anderswo auf der Welt. Ganz wichtig ist dann auch die Einbeziehung von externen Bildungspartnern. Das liegt eben auch daran, dass wir natürlich vielfach Projektmittel nur für einen gewissen Zeitraum bekommen. Also das war jetzt ein dreijähriger Zeitraum. Und danach müssen dann sozusagen die Strukturen vor Ort eigentlich stehen, um eine Kooperation zwischen Schulen und Kommunen auch weiter zu begleiten. Und deswegen sind die externen Bildungspartner eben auch ganz wichtig. Und dann zum Schluss haben wir dann eng geführt nochmal 6 Reallabore durchgeführt in den jeweiligen Bundesländern und haben dort quasi ganz konkret innerhalb eines einjährigen Zeitraumes die Schulen und die Kommunen begleitet, gecoacht in Bezug auf die Zusammenarbeit auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und das ist natürlich dann eben auch entsprechend eine Frage, ob man und in welcher Form man die beiden Systeme, also Schule als ein System, das ja von den Jahresläufen hier immer genau ein halbes Jahr, sag ich mal, von den Schuljahren hier gedacht wird und nicht von den entsprechenden jahreskalendarischen Wechseln. Ja, und dann haben wir natürlich auch nach der Einschätzung der Lehrkräfte und von den kommunalen Akteurinnen gefragt. Und da wurde dann eben auch festgestellt, dass es ganz wichtig sei und das ist ganz spannend, dass es von beiden Seiten eben auch durchaus als ganz, ganz wichtig benannt worden, dass das lokale Umfeld
als Lern- und Wirkfeld eben auch in der Folge mit einbezogen werden sollte. Es fördert, und das ist der entscheidende Punkt, die Selbstwirksamkeit und Sinnhaftigkeit des Handelns. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 und 2, die jetzt mit einbezogen wurden, sondern es bezieht sich eben auch auf die Mitarbeitenden aus den Verwaltungen und auch auf die Lehrkräfte. Das heißt, wenn ich da eine Dynamik erzeuge innerhalb dieser Zusammenarbeit, die für alle positiv wirkt, dann habe ich ganz, ganz viel gewonnen, auch in Bezug auf die Frage, wie gehen die Beteiligten mental eigentlich mit entsprechenden Herausforderungen um, die natürlich auch aufgrund der verschiedenen Systeme auch immer wieder gegeben sind. Aber das hat dann eben entsprechend auch eine sehr positive Wirkung auch. Und dann gibt es eben Einblicke von Seiten der verschiedenen Beteiligten in die Strukturen, in die demokratischen Prozesse und natürlich auch die entsprechenden Konflikte, die sich daraus ergeben. Das heißt, wir haben Interessensverbände, wir haben Interessen, die ausgeglichen werden müssen, die miteinander verhandelt werden müssen, um entsprechend dann in der Folge zu einem sinnigen Ergebnis zu führen. Wir haben hier rechts übrigens ein Foto, das ist das Intro, wenn wir so eine Veranstaltung gemacht haben, ein Intro darin bestehend, dass wir eine Karte der Kommune uns von der Verwaltung haben geben lassen und dann sollten die Schülerinnen und Schüler ihre unterschiedlichen Wegeprofile, die sie in der Freizeit zum Einkaufen, zur Schule und so weiter, zum Sport, die Bewegungsprofile dort mal notieren, um in der Folge so ein bisschen warm zu werden mit dieser Fragestellung, ups, was ist denn hier eigentlich aktuell gerade los? Was würde ich mir eigentlich wünschen, wenn ich aus einem peripheren Ort in einen größeren Ort fahren muss, abends, nachts, wie auch immer mit dem Fahrrad und dann möglicherweise auf einer unsicheren Landstraße unterwegs bin, um dann abends auch später wieder vom Sport nach Hause kommen zu können. Ja, und dann gibt es eben auch natürlich die Einschätzung der Schülerinnen und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, dass die Schülerinnen die Ernsthaftigkeit der Erwachsenen einfordern. Ernsthaftigkeit auch in dem Sinne, dass sie als Schülerinnen und Schüler ernst genommen werden in ihren Wünschen, in ihren Handlungen. Und da ist bisher leider ein sehr geringer Bezug aus dem kommunalen Kontext in den Unterricht hineingelungen. Wie ich das eben auch schon dargestellt habe. Und es braucht natürlich, um die Motivation zur Mitgestaltung zu befördern, braucht es natürlich ganz konkrete Anregungen, Angebote von Seiten der Kommune, also Fragestellungen zum Beispiel von Seiten der Kommune, die in der Schule dann bearbeitet werden können. Die kommunalen Themen für den Unterricht sind jetzt als Beispiele mal genannt, da wäre der Bereich Mobilität natürlich ein zentraler Punkt. Das wurde von den Schülerinnen auch als eine der ganz wichtigen Punkte ihrerseits genannt. Wir haben hier mal zwei lustige Beispiele der Fahrradwegeführung, die einmal abrupt an einem Baum endet und einmal um einen Baum rumführt. Wir haben dann natürlich auch andere Themen, erneuerbare Energien. Das sind jetzt einfach nur Beispiele, die sind auch nicht gerankt, die für die Jugendlichen interessant sind. Das ist also dann sehr diese technikaffine Ebene. Dann natürlich auch Grünplanung, Naturschutz ist für die jugendlichen Beteiligten eben auch ganz wichtig gewesen. Spielräume, ganz, ganz wichtig. Das heißt also, wo sind die Räume eigentlich für uns Jugendlichen, die wir als für uns auch noch eigenständig gestalten können? Und da gibt es leider nicht viel. Wir haben es dann eben auch da in den Projekten, die wir dann in den 6 Reallaboren durchgeführt haben, eben auch gemerkt, wie stark jetzt das Interesse der Jugendlichen ist, eben auch eigene Räume gestalten zu können. Und dann natürlich Siedlungsentwicklung allgemein. Das ist aber eine Fragestellung, die eben auch die Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung, Quartiersentwicklung im städtischen Raum meist dann ja auch sehr stark betrifft. Also die Frage ist dann, anschließend an das, was eben auch an Punkten, die oben aufgeführt sind, davor aufgeführt sind, eben auch mit betrachten werden. Ja, was wäre wichtig? Aus schulischer Sicht ist es natürlich ganz wichtig, dass man weiß über die kommunalen Prozesse,
Das ist es gibt ganz viele personelle Verknüpfungen natürlich auch. Ganz viele Lehrkräfte sind auch im kommunalpolitischen Kontext unterwegs. Aber der Link, dass Sie als Profession, als Lehrkraft sozusagen den Link, den Sie privat dann entsprechend auch hin zur Kommunalpolitik haben, dass Sie den übertragen auf den schulischen Kontext, der ist in den seltensten Fällen eben auch gegeben. Und dann ist natürlich eben auch so, dass diese beiden Systeme sehr unterschiedlich ticken, um es mal sehr salopp auszudrücken. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Schule, die jahreszeitlichen Versätze habe ich eben auch gerade genannt. Und das geht aber eben auch bis dahin, dass Schule das sehr viel schneller Thematiken bearbeitet, als Kommunen das entsprechend umsetzen könnten. Also wenn ich Projekte in einer Kommune umsetze, dann geht es eben auch darum, dass ich als Schule weiß, das wird ein Prozess sein, der zum Beispiel über 2, 3 Jahre geht. Und wie gehe ich damit um, wenn ich solche Prozesse aktiv durch Schülerinnen und Schüler begleiten lassen möchte? Und dann geht es natürlich eben auch darum, das haben wir eben auch sehr viel festgestellt, dass Schulen ihr eigenes Schulprogramm und ihr Schulprofil an die BNE ausrichtet, an der BNE ausrichtet, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, die auch sehr stark was mit den Gestaltungskompetenzen, der Förderung von Gestaltungskompetenzen innerhalb der Schülerinnenschaft auch zu tun hat. Und das ist natürlich dann genau der Punkt, dass wir da für die Schulen auch schauen müssen, inwieweit ist es eigentlich möglich, die Gestaltungskompetenzen so zu einzusetzen, dass man die Themen, die aus dem kommunalen Kontext hineingetragen werden in die Schule, dass man sie entsprechend auch produktiv, konstruktiv auch bearbeiten kann in der Schule. Und dann natürlich dann, dass die Schule auch eine Bereitschaft hat, die Kommune Bereitschaft hat, dann mit Schulen auch zusammenzuarbeiten. Da besteht durchaus auch eine gewisse Reserviertheit, weil Kommune natürlich auch tendenziell eher erstmal eine Verwaltung ist und Verwaltung hat erstmal nicht unbedingt was mit Innovation zu tun. Die Verwaltungsmenschen, die jetzt hier gerade dabei sind, mögen mir das verzeihen, aber es ist tatsächlich so, dass da ganz viele, sag ich mal, Reserviertheiten bestehen, auch von Seiten der Kommune, dass da Schulen auch mit einbezogen werden. Und dann natürlich die Frage der Einbindung in die vorhandenen Lernformate, in die Altersstufen und Methoden. Und das ist ja ein Thema, was mit der Schule jetzt auch als Organisation aktuell sehr stark unterwegs ist. Es gibt ja sehr viele positive Ansätze, die die Möglichkeit schaffen sollen, dass Schülerinnen und Schüler partizipativ eben in tatsächlich reale Gestaltungsprozesse auch mit einbezogen werden können. Und rechts ist eben hier nochmal so eine Karte, die sich dann aus dem Bewegungsprofil ergeben hat. Und dann haben wir entsprechend sukzessive die unterschiedlichen Thematiken aufgeblättert, die dann mit den Schülerinnen und den Lehrkräften dann entsprechend auch für die eben auch interessant waren. Und dann natürlich eben kommunale authentische Fragestellungen. Das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schule lernt sehr viel theoretisch an Beispielen, die nicht unbedingt jetzt so an konkrete Beispiele, die auch in der jeweiligen kommunalen Umgebung angesiedelt sind. Also das spannendste Beispiel war, dass wir ein Lernbuch Geografie, da ging es um Quartiersentwicklung in Nordrhein-Westfalen hatten, also auch eine Ausgabe für Nordrhein-Westfalen, die hat sich mit der Quartiersentwicklung in Hannover befasst, in einem neuen Quartier, und in Niedersachsen ein Lehrbuch, das hat sich mit dem Strukturwandel in NRW befasst. Aber Quartiersentwicklung oder Strukturwandel gibt es überall. Also vor dem Hintergrund ist immer die Frage, muss man das jetzt eigentlich so dann immer sehr theoretisch bearbeiten? Was wäre wichtig aus kommunaler Sicht? Das ist natürlich dann versus dann, dass die Kommune eben auch weiß, wie die schulischen Rahmenbedingungen sind, dass man eine sehr starke Anbindung dann eben auch entwickeln muss an das, was sozusagen thematisch kompatibel ist mit dem, was auch unterrichtlich läuft oder im Rahmen der Projekte in den Schulen läuft. Dann die Vorstellung
zu Möglichkeiten und Kompetenzen der Schülerinnen. Das ist ja häufig auch so. Schülerinnen werden im kommunalen Kontext, also auch gerade im kommunalpolitischen Kontext, eben eher durch Erwachsene vertreten, wie ich das eben bei der Jugendhilfe auch genannt hatte, aber haben keine eigene Stimme. Und es gibt immer mehr Jugendparlamente, die in den verschiedenen Kommunen auch eingesetzt werden. Und das ist aus meiner Sicht auch ein richtiger Weg, um da weiterwirken zu können. Und das Spannendste wäre natürlich dann, wenn die Jugendlichen tatsächlich mit Fragestellungen, die sie im kommunalen Kontext aufgreifen, dann auch in die Schule gehen können und dann anhand derer auch die verschiedenen Aspekte auch mitbearbeiten können. Und dann ist eben auch die Frage der Ernsthaftigkeit der Beteiligung von Schülerinnen. Das heißt also, können Schülerinnen aktiv einbezogen werden in die Prozesse, Entscheidungsprozesse, vor allem in der Kommune? So, der nächste Punkt wäre dann, was wäre grundsätzlich aus der übergeordneten Sicht eigentlich wichtig? Das wäre einmal natürlich eine Art von Vereinbarung, der Beschluss von Vereinbarung zu regelmäßigen Abstimmungen zwischen der Kommune und den Schulen, den beteiligten Schulen. Wir hatten tatsächlich da teilweise Prozesse, die parallel liefen, die absolut gut miteinander kompatibel gewesen wären. Und erst durch unsere Intervention ist es tatsächlich gelungen, diese verschiedenen Stränge miteinander zu verknüpfen, synergetisch zu verknüpfen und vor allen Dingen auch konstruktiv, produktiv zu verknüpfen. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das erkennt. Und da haben wir jetzt eben auch da das rechte Bild. Das war eine der ersten Sitzungen mit Schülerinnen, mit Lehrkräften, mit Verwaltungsmitarbeiterinnen. Und sie haben schlicht und einfach mal aufgezeigt, was es eigentlich alles an Aktivitäten gibt aus ihrer jeweiligen Institution heraus. Und plötzlich, siehe da, ergaben sich die Stränge zwischen den verschiedenen Aspekten inhaltlicher Art oder auch vom Prozess her. Und ich hätte nach 2 Stunden dieser Sitzung, hätte ich leise rausgehen können und die hätten alleine weitergemacht. Was hätte eigentlich Besseres passieren können? So, nein, wir haben natürlich die Schule und die Kommune dann auch entsprechend auch im Rahmen des PA-Labors, das sich dann angeschlossen hat, auch begleitet. Und da kamen also auch wirklich sehr schöne Ergebnisse raus. Dann frühzeitige realistische Planung der Projekte, zeitliche Abläufe hatte ich eben auch gerade genannt, ganz wichtiger Punkt. Was braucht es für Vorläufe innerhalb der Schule, um Projekte umzusetzen, um bestimmte Profile in der Schule auch anzulegen, entsprechende Arbeiten, Schülerarbeiten, Schülerinnenarbeiten dann auch anzusetzen zu unterschiedlichen Thematiken. Und was braucht es da eben auch von Seiten der Kommune an Unterstützung, damit dann entsprechend da auch die Schule da thematisch gut dran arbeiten kann. Und dann natürlich eben auch eine Verstetigung für die dieser Kooperation. Das ist eben ganz, ganz wichtig und es ist nicht möglich, dass Schulen und die Kommune das alleine gestalten, weil weder die Verwaltungsmitarbeitenden, das ist aus den Interviews auch herausgekommen, noch die Schulen haben überhaupt die Kapazität, übergeordnete, Formate wie jetzt regelmäßige Treffen, Jourfixe oder Prozesse eben auch anzuleiten, zu initiieren und anzuleiten. Und dafür braucht es auf alle Fälle dann externe Bildungspartner, Partnerinnen. Das wären hier in Niedersachsen, aus komme ich ja her, wären das zum Beispiel die außerschulischen Lernorte, in spezifisch die BNE anerkannten Lernorte. Das sind außerschulische Lernorte, die vom Kultusministerium aus anerkannt sind. Ich arbeite ja auch in einem, in dem Energie- und Umweltzentrum. Und in NRW, in Nordrhein-Westfalen, sind es zum Beispiel die regionalen BNE-Zentren, die dann über das Land hinaus gestreut sozusagen diese Aufgaben auch übernehmen können. Und eines dieser BNE-Regionalzentren ist auch sozusagen Begleitender des weiteren Prozesses hier in der Kommune, die ich da jetzt gerade dargestellt habe. So, das ist jetzt erstmal so ein paar Fortschritte, sage ich mal, das durchgeritten, was ich jetzt hier an Thematik Ihnen anbieten wollte für die weitere Diskussion auch. Wir haben hier für die von Ihrer Seite aus vielleicht, für die, die Interesse haben, das ist, glaube ich, auch auf der Webseite von KISS entsprechend eingestellt, der Link zu unserem Projekt.
Es gibt einen Sachbericht darüber. Dort sind sehr dezidiert die einzelnen Untersuchungen von uns aufgeführt, die Analysen, die sehr hilfreich sind, auch möglicherweise für die Frage der Gestaltung des eigenen inhaltlichen oder thematisch-methodischen Ansatzes für Sie. Und dann haben wir einen sogenannten Impulsgeber herausgegeben, der Kommune als Lernort für den Klimaschutz. Der ist online entsprechend auch downzuladen, als Free Download als PDF. Und vor diesem Hintergrund würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn Sie in diesem Sinne, im Sinne unseres Projektes auch von Ihrer Seite aus aktiv würden. Ich denke, dass wir inzwischen nicht mehr die Einzigen sind, die in diese Richtung arbeiten. Aber dass wir jetzt gerade ein Projekt, ein Folgeprojekt starten, das in Richtung Demokratiebildung geht in Niedersachsen und die unser Projekt sozusagen nochmal entsprechend fortführen möchten, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Ja, und jetzt möchte ich Sie gerne mich erstmal bedanken von meiner Seite aus in Bezug auf die Aufmerksamkeit Ihrerseits. Und ich hoffe, dass ich ein paar Anregungen geben konnte. Und halten Sie vor allen Dingen die Ohren steif. Und ja, ich freue mich jetzt auf die Diskussion oder auf die Fragestellung. Ja, Dirk, ich bin wieder zurück. Danke erstmal für deinen Vortrag. Ich hoffe, du siehst mich jetzt wieder. Dann kannst du ein bisschen wegmachen, genau. Und ja. Moment. So, jetzt sieht man auch wieder das. Genau. Ja, es gab eine Frage und zwar. So, Sekunde, ich muss mir das erst nochmal raussuchen, genau. Ja, die Maiken Winter, die hat geschrieben, ein toller Ansatz. Und sie schreibt, Kommunen sind ja wesentlich im Klimaschutz. Sie selbst ist im Gemeinderat. Und sie stellt eben die Frage, wie könnten die Anregungen der Schülerinnen verbindlich sein? Ja, das ist eine gute Frage. Das haben wir tatsächlich ja bei ganz vielen Projekten, da hole ich jetzt noch ein bisschen auf. Wir haben auch tatsächlich verschiedene Institutionen, die auch Projekte anbieten, wie es zum Beispiel Pimp Your Town. Das ist, ist auch ein Demokratiebildungsprojekt, dass die tatsächlich auch mit kommunalen Vertreterinnen bestimmte Projekte ihrer eigenen Kommune, zum Beispiel, also meist sind es dann größere Kommunen, also es war in Hannover zum Beispiel auch mehrfach. Aber diese Projekte laufen immer nur eine Woche und man muss dann entsprechend auch schauen, ob die Ansätze, die Vorschläge von Seiten der Schülerinnenschaft tatsächlich einfließen und in welcher Form sie einfließen in kommunale Beschlüsse. Und da wäre es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn tatsächlich auch die Vertreterinnen und Vertreter von Schülerinnenseite aus mit dabei wären in der Beschlussfindung, in dem Prozess der Beschlussfindung einer Kommune. Weil sonst habe ich das Problem, dass ich quasi auch den O-Ton, sage ich mal, nicht aufnehmen kann von Schülerinnen und Schülern. Und deswegen empfehle ich schlicht und einfach, und das ist jetzt eine Geschichte, die tatsächlich auch in ganz vielen mittleren und größeren Kommunen Einzug hält, da so eine Art Schülerinnenrat mit auch zu installieren. Das kann dann natürlich auch nur eine Vertretung sein, wenn irgendwelche kommunalen Ausschüsse tagen zum Thema Umwelt oder was auch immer, Verkehr, dass die auf alle Fälle dann auch den O-Ton mit reinbringen und eben nicht nur indirekt quasi eine Beschlussvorlage da vorliegt oder ein Papier von Seiten der Schülerin. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass da eine Authentizität auch von Seiten der Schülerin eingebracht werden kann. Und natürlich ist es so, dass die Beschlüsse eine ganze Weile dauern können. Also es kann ja so sein, dass aufgrund der haushalterischen Lage einer Kommune ein Beschluss, der eigentlich sofort umgesetzt werden könnte, nicht umgesetzt wird aufgrund der Haushaltslage der Kommune. Und das heißt, es wird dann auch nächstes Jahr verschoben. Das ist ein ganz kritischer Punkt. Ich denke aber, und das ist unsere Erfahrung, wenn Schülerinnen transparent gegenüber gemacht wird, dass es bestimmte Gründe gibt, warum es eben jetzt gerade nicht passiert, sondern später passiert. Das zeigt auch die Ernsthaftigkeit der Beteiligten aus der Kommune, dass sie eben die Frustration der Schülerinnen auch ernst nehmen, aber eben auch eine Perspektive andeuten damit. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
Okay, danke dir erstmal für die Beantwortung. Also ich sehe auf jeden Fall, das ist hier ein toller Ansatz, auch um diese Schüler, Schülerinnen eben zu politisieren, finde ich. Hier wäre noch die Frage, welche Schulen werden angesprochen? Also ist das für alle Schulen gedacht, Gymnasien, Berufsschulen, Realschulen und so weiter? Das ist eigentlich erstmal für allgemeinbildende Schulen, Sekundarstufe 1 und 2 gedacht. Berufsschulen hätten den großen Vorteil, dass sie natürlich auch quasi den Übergang zwischen Schule, also Allgemeinbildung und der beruflichen Perspektive auch mit reinbringen könnten. Wir hatten jetzt leider in der Bewerbungsphase auch für unser Projekt keine Berufsschule dabei. Wir würden aber, haben aber Berufsschulen sozusagen angefragt, auch interviewt, und die fanden das eigentlich auch sehr spannend, da mitzuwirken. Aber es war sozusagen vor dem Hintergrund unseres Projektkontextes dann leider nicht möglich, eine Berufsschule entsprechend aktiv auch mit einzubinden. Das waren dann eher Gesamtschulen, Gymnasien, Realschulen, und Sekundarschulen, die wir da dann aktiv begleitet haben innerhalb dieses einjährigen Zeitraumes. Okay, danke. So, jetzt Linda Jakob fragt noch, was wäre denn ein erster Schritt seitens der Schulen, das Lernfeld Kommune zu nutzen? Wie beginnt man? Können Sie eventuell ein Beispiel nennen, wie Schulen mit Ihrer Kommune zusammengearbeitet haben? Ja, also es gibt tatsächlich zwei Wege, zwei Stränge. Es gibt tatsächlich Lehrkräfte, die in die Kommune hinein angefragt haben, ob sie denn tatsächlich mal irgendwie mit ihr näher kooperieren möchte. Und wir haben tatsächlich auch Kommunen, deren Klimaschutzmanagerinnen oder Umweltschutzbeauftragte tatsächlich gerne intensiver auch mit Schulen zusammenarbeiten mochten oder möchten. Das gibt also diese zwei Stränge. Und es wird in dem Dokument, das wir jetzt Impulsgeber genannt haben, wird genau auf diese Pfade, die möglichen Pfade hingewiesen, die man gehen kann bei der Kontaktaufnahme. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. A, ist es natürlich möglich, dass man einfach auf der kommunalen Seite, auf die Webseite der Kommune mal schaut und was machen die eigentlich an Aktivitäten im Kontext von Nachhaltigkeit, von Klimaschutz. Häufig ist es so, dass die erste Aktivität einer Kommune nach Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes ist, dass die Schulen Energie sparen sollen, um eben Ressourcen zu schonen. So. Und das heißt, die Schülerinnen sind da die reinen Empfänger von irgendwelchen Aufträgen und Aufgaben und nicht die Akteurinnen und Akteure. Und das müssen wir und sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Ich habe selbst auch sehr viele Energiesparprogramme zu Nutzerverhalten umgesetzt und das war dann immer sehr schwierig, die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, weil sie sagten, ja, das wollen die ja sowieso, egal ob wir jetzt mitmachen oder nicht. Und das ist also eine mentale Frage dann entsprechend auch. Und dann auf dieser Webseite der Kommune kann man sehr gut identifizieren, woran sie eigentlich gerade arbeiten. Vielleicht auch zu den Beschlussvorlagen oder den Beschlüssen, die gerade im kommunalen Sektor auch dann erfolgt sind. Und aber ganz wichtig ist da, denn denke ich auch, gerade was diese perspektivische Ebene betrifft, dass man doch auch in Jahresläufen denken sollte. Das heißt, wenn ich jetzt in diesem Jahr mit einer Kommune in Kontakt trete, dann kann man davon ausgehen, dass wir vielleicht frühestens im nächsten Jahr, unabhängig von Corona jetzt erstmal gedacht, also im Schuljahr 2021/22 damit beginnen kann und dann wahrscheinlich sogar erst im zweiten Schulhalbjahr oder erst im übernächsten Schuljahr, weil es einfach einen ziemlich langen Vorlauf braucht, um die Strukturen eben auch miteinander kennenzulernen, zu begreifen und dann in der Folge auch sinnvoll auch miteinander zu verknüpfen. Das ist also tatsächlich ein länger währender Prozess und deswegen ist es eben auch ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen externe Partnerinnen und Partner da einbeziehen. Meistens sind es dann Fachleute aus dem nicht nur im Bildungssektor, sondern die dann eben auch im Coaching unterwegs sind und dann entsprechend solche Prozesse auch gut begleiten können. Und dann gibt es natürlich eben, das ist, sag ich mal, das muss nicht unbedingt positiv sein, wenn man dann von einer Seite auf die andere zugeht. Da kann man dann auch auf Empfindlichkeiten treffen. Also
wenn ich dann einen Verwaltungsmitarbeiter habe, der übereifrig dann mit Schulen kooperieren will, aber dann im Prinzip auch seine eigenen, sag ich mal, Roadmap da im Kopf hat, ohne die Schule aktiv mit einzubinden, dann kann man da auch ganz böse auf die Nase fallen. Und da können Sie aber gerne, wenn Sie weitere Fragestellungen haben, mich auch direkt nochmal kontakten per Mail oder dann entsprechend schauen Sie erstmal in diesen grünen Impulsgeber hinein. Und wenn Sie dann Fragen haben, dann melden Sie sich gerne bei mir nochmal. Ja, vielleicht können wir jetzt ganz kurz nochmal die, deine Kontaktdaten quasi oder diesen Links oder sowas bereitstellen für die Leute, dann würde ich das versuchen, in den Chat quasi zu übergeben. Hast du da irgendwie gerade was parat? Ja, warte mal, ich überlege jetzt, ich gucke jetzt gerade mal, dass ich da... Wenn du mir das hier in den Chat kopierst, dann würde ich das nämlich einfach zurück weiterschicken sozusagen. Ja, klar. Ansonsten gibt es natürlich für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch die Möglichkeit, danach im sogenannten Spatial Chat auch nochmal miteinander zu reden. Eventuell bist du ja dort auch. Ja, ich muss mal schauen. Ja, Moment. Ja, ich bekomme gerade schon die Rückmeldung, dass der Link schon im Chat ist. Also die Co-Moderation ja. Hat mir schon selbstständig. Ah, super, wunderbar. Ja, genau. Auf der Einladungsseite ist er, glaube ich, auch schon mit drauf. Okay, ich habe jedenfalls schon gesehen und alle diejenigen, die sozusagen Interesse haben, da Kontakt mit mir aufzunehmen, mögen das gerne tun. Ich gebe meine Expertise gerne weiter und wir sind jetzt auch gerade in verschiedenen Bundesprojekten beteiligt, wo wir quasi diesen Ansatz im Prinzip aktiv mit einbauen wollen und einbauen werden. Das heißt also, dass Schülerinnen eben nicht nur Empfänger von irgendwelchen Vorstellungen von Lehrkräften und von Verwaltungsmitarbeitenden sind, sondern dass sie selbst ihre eigenen Vorstellungen einbringen dürfen. Super toll, ich finde es ganz toll, was sie macht. Die Linda, die die vorherige Frage gestellt hatte, Linda Jakob, bedankt sich hier auch nochmal ganz sehr für die ausführliche Antwort. Gerne. Ja, im Moment gibt es gerade keine weiteren Fragen, Dirk. Ich weiß nicht, entweder warten wir noch ein bisschen oder du begibst dich einfach in den Spatial Chat. Vielleicht sind da ja noch Leute, die dich direkt ansprechen möchten. Ja, also wenn ja, jetzt Moment, ich sehe es gerade nicht mehr. Keine weiteren Fragen sind, dann würde ich einfach vielleicht nochmal das eine oder andere anmerken, wo ich denke, wo man auch ansetzen kann. Wenn jetzt Schüler, also Schulen sich überlegen, okay, wie kann man den Kontext von BNE eigentlich installieren, sage ich jetzt nochmal so technisch, dann kann es ja auch die Ansätze, die es in verschiedenen, sag ich mal, ja, Projekten gibt, zum Beispiel Schule im Aufbruch von der Margit Rasfeld aus Berlin, die ja eben auch sagt, okay, wir nehmen uns einen Tag in der Woche, den Freitag, und arbeiten tatsächlich dann schülerorientiert an Thematiken, die auch diese Schülerinnen interessieren. Wir haben tatsächlich auch jetzt gerade im Frühjahr eine Tagung in Loccum gehabt zum Thema Schülerinnenbeteiligung und in der Akademie Loccum. Und da ist es tatsächlich auch so gewesen, dass dort eine auf dem Podium, Abschlusspodium, Schülerinnen saßen einer Schule mit ihrer Schulleitung nebenan und diese Schulleitung hat dann im Prinzip nicht gewusst, was die Schülerinnen jetzt vortragen werden, weil es war nämlich so, dass das ein Projekt ist, die Schule hat den Schülerinnen ein Stundenkontingent in jeder Woche zur Verfügung gestellt, also für allen Schülerinnen, wo sie eigene Projekte bearbeiten können. Und das wäre zum Beispiel auch so ein Ansatz, der auch ohne großen Aufwand möglich wäre, zu sagen, es gibt einfach Freiräume, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, es gibt Freiräume ohne jegliche Vorgaben, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, selbst initiativ zu werden, ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Ideen, was sie gerne bearbeiten möchten, was sie interessiert, was sie auch betrifft, was sie vielleicht auch im Kritischen betrifft, das entsprechend auch zu bearbeiten. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir alle haben früher so gelernt, ich weiß das auch aus meiner eigenen Schulbiografie, dass wir Antworten bekommen haben auf Fragen, die wir gar nicht gestellt haben.
Und das ist, glaube ich, eines der größten Knackepunkte der Schulen, die wir überwinden müssen, den wir überwinden müssen, weil wir entsprechend vor so starken und großen Herausforderungen stehen in Zukunft. Klimawandel ist da ja sozusagen eigentlich der größte Knackepunkt, dass wir da auf alle Fälle die Schülerinnen und Schüler aktiv einbinden müssen. Und zwar eben auch im Rahmen unseres Demokratieverständnisses, was ich unterstelle, was wir alle haben. Das heißt eben auch da eine Aktivität auch zu generieren, zu ermöglichen, in Zukunft selbst mitzugestalten. Weil alle Entscheidungen, die wir heute als Politikerinnen und Politiker treffen, sei es in einer kleinen Kommune, in einer großen Kommune, die werden im Prinzip, wenn es irgendwelche physischen Bauten sind, zementieren wir die Zukunft für die nächsten 30, 40 Jahre. Und das ist ganz, ganz wichtig, da diejenigen auch zu hören, die dann noch in 30 Jahren, wenn wir selbst überhaupt nicht mehr entweder auf dem Planeten sind hier als Altvordere oder entsprechend gar nicht mehr in irgendwelchen politischen Funktionen, dass man dann entsprechend gucken muss, okay, da eigentlich und welche Tragweite hat es auch von den Zeitläufen her, was ich heute entscheide. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt so. Und da denke ich, habe ich schließlich nochmal an, was ich vorhin meinte. Viele, viele Lehrkräfte sind auch Kommunalpolitiker politisch aktiv. Und ich glaube, die sollten auf alle Fälle dann schauen, dass sie möglicherweise die Sachen, die wir jetzt auch als Projekt umgesetzt haben und die übrigens weiterlaufen. Also ich habe mit den Kommunen weiterhin Kontakt und den Schulen Kontakt, die an unserem Projekt beteiligt waren. Und im Gegenteil, es ist nicht so, dass es eingeschlafen ist, sondern dass es entsprechend noch ausgebaut wurde und andere Schulen sich noch diesem Projektansatz mit angeschlossen haben. Ja, danke, Dirk. Hier kommt gerade auch noch mal der Hinweis, es gibt nachher Moment, ich glaube, das ist 17 Uhr. Ja, 17 Uhr gibt es einen Workshop, der heißt Friday, Lernen die Welt zu verändern. Und da geht's, hat das auch was mit euch zu tun? Nein, nicht wirklich, aber es gibt da eben ganz viele Verknüpfungen. Das ist eben der Punkt. Unser Projekt hat noch 2016 angefangen. Das heißt also ein, zwei Jahre vor der Greta Thunberg. Und das ist, finde ich, einfach so spannend, dass wir tatsächlich als Altvordere auch noch die Möglichkeit haben, gedanklich etwas zu antizipieren, was möglicherweise interessant wird in Zukunft. Das hätte ich mir jetzt fast gar nicht mehr zugetraut. Aber das ist also, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und ich finde es einfach wunderbar, was da von Aktivitäten von Seiten der Jugendlichen erfolgt. Ich unterstütze das auch in meiner ehrenamtlichen Arbeit. Wir werden jetzt wahrscheinlich einen Mitarbeiter bei uns im Energie- und Umweltzentrum einstellen, eine Verjüngung vornehmen. Und das wird einer sein, der aktiv ist bei Fridays for Future. Also wo ich dann denke, so ja, es muss einfach da eine Kombination, eine Verbindung hergestellt werden zwischen dem, was wir möglicherweise an Lebenserfahrung mitbringen als Erwachsene, als ältere Erwachsene womöglich auch, und dem, was an Inspiration, an Wünschen, an Visionen auch von Seiten der Jugendlichen gerade entsteht. Wenn wir das konstruktiv miteinander verknüpfen, ich glaube, dann sind wir auf einem richtig guten Weg. Ja, da sagst du was Wahres. Ich habe tatsächlich selber auch die Erfahrung gemacht, als ich jetzt letztens mit jüngeren Leuten eben auch zu tun hatte. Die brauchen manchmal nur einen Anstoß. Die sind voll dabei. Die brauchen einfach nur diesen, manchmal wissen sie noch nicht, wie organisiere ich was oder wie machen wir das. Und dann hilft man denen ein bisschen und dann geht es auf einmal richtig los. So. Und das ist total toll zu sehen, ne? Wenn man eben teilhaben kann, ne? Also das Schlimme an einem Bildungsmenschen, der diesen Anspruch hat, ist ja eigentlich, er muss sich selbst überflüssig machen. Dann hat er gute Arbeit geleistet. Ja, das aber es wird noch viel zu tun geben. Genau, ich habe jetzt noch als abschließende Frage, würde ich das nehmen. Sekunde, Moment. Jetzt muss ich erstmal mich hier organisieren. Entschuldigung, bitte. Das habe ich nicht verstanden, aber gut. Da ist nur noch die Frage nach den Zielen für die Zukunft. Möchtest du da noch kurz was sagen? Die Ziele für die Zukunft, das ist natürlich sehr allgemein formuliert. Also ich wünsche mir in meiner Arbeit und auch für die, wie soll ich sagen, Generationengerechtigkeit, und zwar nicht nur der heute Lebenden und gerade Geborenen, sondern auch der zukünftigen Generationen, wünsche ich mir einfach eine
Lebensweise, die, ich docke jetzt mal an das erste Bild an von der gemeinen Kellerassel, die es tatsächlich den anderen Lebewesen, den der Biosphäre ermöglicht, so zu bestehen, wie sie ist. Sie wird auch, die Erde wird auch bestehen, wenn wir sie verwüsten würden, aber das ist nicht die Erde, die ich mir wünsche und auch nicht für die nächsten Generationen wünsche. Und das ist so ein Punkt, wo ich irgendwie denke, ja, wenn wir es schaffen, die Diversität zu Biodiversität zu erhalten, das ist für mich der zentrale Indikator. Alles andere muss ich daran ausrichten und ich bin kein Freund von synthetischem Leben. Das ist nicht mein Ding. Also vielleicht bin ich auch schon zu alt für, aber nee, ich brauche das reale Leben und dann fühle ich mich wohl. Ich muss in die Natur raus, spazieren gehen, Fahrrad fahren, segeln, was auch immer und dann geht's mir gut. Das wünsche ich mir für alle anderen Menschen auf der Welt auch. Also ne, wir sind ja sehr privilegiert, ne, wir diskutieren ja auf einem sehr hohen Niveau, muss ich mal sagen. Aber das, was wir hier tun, hat auch massive Auswirkungen auf den Rest der Welt. Ne, so viel zum Thema meiner zweiten halben Stelle. Ich arbeite für die regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien Nord. Für Niedersachsen bin ich da der Koordinator. Okay, super, Dirk. Vielen, vielen Dank erstmal für den Vortrag und ich danke dir auch für deine Arbeit, die du einfach so eben die ganze Zeit machst. Hier noch der Hinweis. Ja, genau. Ich denke, wenn ich es richtig verstanden habe, möchte jemand mit dir im Spatial Chat noch Kontakt aufnehmen. Da bin ich aber nicht sicher, ob ich das jetzt hier richtig interpretiere. Hast du den Link dazu und hast du eigentlich überhaupt noch Zeit, da mal reinzuschauen? Hier steht, links habe ich eine Zeile, öffentlicher Chat, ist es der? Nee, ne? Ach, genau, da ist es ganz unten, habe ich das schon reingeschrieben, genau. Da, wenn du da draufklickst, das ist eigentlich selbsterklärend. Der Felix? Wie bitte? Achso, nee, oben bei öffentlicher Chat. Ja, achso. Da ist unten so ein Link. Und wenn du dann nachher hier draußen bist, dann kannst du da drauf gehen. Und dann kannst du da eben auch mit Kamera und so weiter, da kann man dann dich ansprechen. Das ist ganz nett gemacht. Alles klar. Es bietet sich an, dass man nicht in beiden Sachen gleichzeitig ist. Das ist dann sogar schwierig. Ja, alles klar. Genau. Danke. So, in diesem Sinne, vielen Dank nochmal und viel Erfolg weiterhin. Mach's gut. Tschüss. Ihnen, euch auch.